Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zur leider tatsächlich schon letzten Veranstaltung im Rahmen dieser Synchron-Specials. Es ist wirklich etwas Besonderes, haben wir als Feedback bekommen, nicht nur von Ihnen, sondern sogar auch von Filmemachern. Tatsächlich, denn Synchronisation, das haben wir gelernt, ist ja immer noch ein bisschen verpönt hierzulande. Dabei ist das hier eine eigene Kunstform, kann man auch sagen. Es gibt eigene Schauspieler, die dafür da sind, eigene Regisseure. Haben wir gelernt und viele Gegenüberstellungen hier gehört. Sie sehen eben die Beispiele, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Da waren ganz tolle Sachen dabei und wir haben damals angefangen, das vielleicht nochmal als Rückblick am Ende dieser Reihe mit Casablanca, ist auch fast schon 2 Jahre her, glaube ich, 3 Jahre, wo wir eine Fassung dann auf Deutsch, eine deutsche Fassung gezeigt haben, die entnazifiziert war, also wo dann Nazis überhaupt nicht mehr vorkamen und aus dem Guten dann ein Strahlenforscher wurde, zum Beispiel. Also das kann mit Synchronisation kann man sehr viel machen. Heute geht es um Screwball. Das ist etwas, worauf ich auch besonders gespannt bin. Zum einen, weil Bringing Up Baby, Leoparden küsst man nicht, tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme ist. Zum anderen würde ich sagen, der ist eigentlich nicht synchronisierbar, weil der lebt so dermaßen von diesem rasanten, schnellen Wortwitz. Und ich bin sehr gespannt, was uns Nils Daniel Peiler wieder in seinem, wie immer, sehr, sehr lebendigen und bildreichen Vorträgen zeigen wird. Er ist großer Synchronexperte, wie Sie wissen. Er hat das Handbuch zur Synchronisation mit Thomas Bräutigam rausgegeben und ist natürlich auch einer der Kuratoren unserer Kubrick-Ausstellung. Bitte begrüßen Sie Nils Daniel Peiler. Ja, auch von meiner Seite aus ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind und heute zum letzten Mal in dieser Reihe der Synchron-Specials nochmal meinem Einführungsvortrag lauschen zu Howard Hawks Bringing Up Baby aus dem Jahr 1938 und der deutschen Synchronbearbeitung Leoparden küsst man nicht aus dem Jahr 1966. Ich möchte die Gelegenheit auch dazu nutzen, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön auszusprechen an die Kinoabteilung des Deutschen Filmmuseums, an Natascha Giekers, an Andreas Beilharz und natürlich an Urs Spörri. Vielen Dank, lieber Urs, für die nette Begleitung dieser Reihe, Unterstützung dieser Reihe und deine schönen Anmoderationen immer. Ich habe mich hier immer herzlich willkommen gefühlt und danke auch an den BDÜ Hessen und an das Kulturamt der Stadt Frankfurt, die diese Reihe mit unterstützen und überhaupt erst möglich gemacht haben. Außerdem möchte ich Ihnen auch heute nochmal Material zeigen, was wir so auf der Kinoleinwand noch nicht gesehen haben. Und deshalb gilt mein Dank an dieser Stelle auch an Jens Kaufmann, an Christoph Schöbel und Deborah Klaassen von der Bibliothek und dem Textarchiv des Deutschen Filminstituts in der Deutschen Nationalbibliothek. Ich habe Ihnen heute einige Kopien mitgebracht aus der Dialogliste zu Leoparden küsst man nicht, die wir uns dann anschauen. Denn wie immer, wir sind in einem Kinorahmen, möchte ich nicht nur zu Ihnen sprechen und jetzt etwa eine Dreiviertelstunde hier zu Ihnen reden, sondern ich habe Ihnen auch was mitgebracht auf der Leinwand. Es wird was zu hören und zu sehen geben. Ja, die letzten 6 Monate von Januar bis Juni haben wir damit verbracht, uns besondere Synchronfassungen anzusehen, von Citizen Kane über Willkommen bei den Sties, Der Mann ohne Gesicht, Stirb langsam, über Shining bis Leoparden küsst man nicht. Und es ging immer um unterschiedliche Aspekte. Inwiefern war das eine besondere Synchronfassung? Heute Abend habe ich als Überschrift gewählt späte Erstsynchronisation. Und ich möchte diese Besonderheit von Leoparden küsst man nicht anhand ausgewählter Aspekte in der Einführung nochmal verdeutlichen. Es geht hier um ausgewählte Aspekte der Synchronbearbeitung. Ich werde hier insbesondere auf die Musik, auf die Besetzung und natürlich, Urs Spörri hat es schon angedeutet, auf die Übersetzung eingehen. Bereits die Jahreszahlen lassen ja staunen. Also Howard Hawks hat Bringing Up Baby in den USA 1938 ins Kino gebracht. Die deutsche Fassung Leoparden küsst man nicht hingegen ist erst 1966 entstanden, also 3 Jahrzehnte später. Und diese lange Zeit zwischen Originalfassung und Erstsynchronfassung, die wurde seinerzeit 1966 auch von der Filmkritik beobachtet. Die zeitgenössischen Pressestimmen, die offenbaren dann auch das Kinoumfeld, in dem sich diese Wiederaufführung positionieren musste. Ich habe Ihnen hier einige zeitgenössische Pressestimmen mitgebracht. So pointierte etwa das Hamburger Sonntagsblatt in der Ausgabe vom 15. September 1966, Zitat: Der größte Witz an diesem witzgeladenen Hollywood-Lustspiel ist, dass es über 28 Jahre hinweg, 1938 gedreht, seine Frische erhalten hat. Und der Lübecker Morgen in der Ausgabe vom 17. Mai 1966 befand,
Aus unerfindlichen Verleihgründen wurde es uns bis jetzt vorenthalten, schmorte es unentdeckt für deutsche Kinogänger in der Raritätenkiste der amerikanischen Filmmetropole. Die Abendpost in Frankfurt vom 15. Februar 1966 befand unter dem schönen Titel »Alter Film, Leoparden küsst man nicht, Lachbombe kommt auf uns zu«, Zitat, »Die Zahl der Kinobesucher, die sich für den gut gemachten Film aus alten Tagen begeistern, wächst immer mehr. Streifen wie »Wem die Stunde schlägt«, Fritz Langs psychologischer Kriminalreißer M, die erquicklichen Späße von Buster Keaton, Harold Lloyd, die Feuerzangenbowle oder aus jüngster Zeit »Verdammt in alle Ewigkeit«, die Faust im Nacken, wurden in der Wiederaufführung Riesengeschäfte. Während die neue Welle kaum noch schäumt, wogt die alte umso höher. Oldtimer stehen zurzeit beim Publikum hoch im Kurs. Mit 27-jähriger Verspätung kommt jetzt eine weitere Kostbarkeit aus Hollywoods Schatztruhe in die Bundesrepublik. Howard Hawks »Leoparden küsst man nicht, Bringing a Baby«. Der Titel bezieht sich auf den ständigen Begleiter der kapriziösen Katharine Hepburn, einem ausgewachsenen, zahmen Leoparden, den sie als wilden Leoparden ausgibt, um Cary Grants Beschützerinstinkte zu wecken. Der Streifen hat bereits 2 Jahrzehnte überall in der Welt Triumphe gefeiert. Den Weg in die deutschen Kinos findet dieser Zelluloid-Spaß aus unerklärlichen Gründen erst jetzt. Zitat Ende. Leoparden küsst man nicht wurde also 28 Jahre nach dem Originalstart erstmalig in Deutschland herausgebracht, wobei die deutschen Kinozuschauer freilich in der Zwischenzeit schon zahlreiche später entstandene Filme mit Katharine Hepburn und Cary Grant, zumal in Farbe statt Schwarz-Weiß, zu sehen bekommen hatten und nun gleichsam einen biografischen und filmografischen Rücksturz der beiden Hauptdarsteller in deren junge Jahre erleben mussten. Ein Kuriosum. Es scheint aus heutiger Sicht nur noch schwer begreifbar, welchen Effekt es auf das zeitgenössische deutschsprachige Zielpublikum gemacht haben muss, einen 28 Jahre alten Film erst aufgeführt zu bekommen. Stellen wir uns nur einmal als Gedankenexperiment für einen kurzen Moment vor, man würde uns anno 2018 erstmals beispielsweise »Der mit dem Wolf tanzt«, »Pretty Woman«, »Jagd auf Roter Oktober«, »Total Recall« oder »Dick Tracy« zeigen, während wir in der Zwischenzeit sehr wohl jüngere Filme mit Kevin Costner, Julia Roberts, Sean Connery, Arnold Schwarzenegger oder Madonna gesehen haben. Es handelt sich aber keinesfalls um einen Einzelfall und ich möchte hier ein bisschen auch nochmal den Rahmen schließen zum Beginn der Reihe. Also es war gängige Praxis in der Zeit des Nachspielens in Deutschland nicht gezeigter US-Filme, insbesondere in den 50er und 60er Jahren. Wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass Orson Welles Film Citizen Kane beispielsweise aus dem Jahr 1941 erst 1962 für den deutschen Markt bearbeitet wurde, Michael Curtis Casablanca aus dem Jahr 1942 10 Jahre brauchte, bis er 1952, zumal in der von Urs Spörri eben bereits erwähnten, entstellten ersten Synchronfassung zensiert in die deutschen Kinos kam, oder Frank Capras Arsen und Spitzenhäubchen, Arsenic and Old Lace, 1944, in der deutschen Fassung erst 1957 auf die Leinwand kam. Auch kein Einzelfall ist Leoparden küsst man nicht, was den kompletten Austausch der Filmmusik angeht. Ich erinnere hier nochmal an John Fords Stagecoach aus dem Jahr 1939, die deutschen Titel Ringo, die deutschen beiden Titel Ringo oder Höllenfahrt nach Santa Fe in der deutschen Neufassung 1963, wo dann die Musik von Gerard Carbonara nicht mehr zu hören ist, oder Howard Hawks Film The Big Sleep aus dem Jahr 1956, deutsch Tote schlafen fest, 1967, wo dann Max Steiners Musik nicht mehr zu hören ist, oder auch Marcel Carnets Le Jour se lève aus dem Jahr 1939, deutsch Der Tag bricht an in der Neufassung von 1970, wo dann Maurice Jouberts Musik nicht mehr erklingt. Tatsächlich ist es so, damit haben wir uns dann anhand von Citizen Kane im Januar schon detaillierter auseinandergesetzt, dass sogar bei verschiedenen Filmen dieselbe Musik zu hören ist, nämlich Stock Music, bereits vorhandene Musik, die aus dem Archiv verwendet wird. 2 Filme, wo das der Fall ist, ist beispielsweise Michael Curtis' Angels with Dirty Faces aus dem Jahr 1938, deutsche Fassung Chicago 1965, wo dann nicht mehr die Musik von Max Steiner erklingt, oder auch The Maltese Falcon von John Huston, also die Spur des Falken, deutsch 1964, Original 1941, eben nicht mehr mit der Musik von Adolf Deutsch.
Auch Leoparden küsst man nicht ist von einer sogenannten musikalischen Neufassung betroffen. Allerdings wird hier die Titelmusik beibehalten und nur in Anführungszeichen anders instrumentiert und neu aufgenommen. Ich möchte Ihnen das einmal anhand einer ersten Gegenüberstellung offenbaren, und zwar anhand des Vorspanns, wie hier aus einem breiten klassischen Hollywood-Orchestereinsatz mit großem Streicherklang eine Band-Kombo wird, eine viel kleinere Besetzung, insbesondere mit Betonung von E-Gitarre, Flöte und Schlagwerk. Wir schauen uns also erst den Vorspann aus der Originalfassung von 1938 an und danach den deutschen Vorspann, der 1966 neu produziert wurde. Ja, soweit. Auch Leoparden küsst man nicht ist also von einer sogenannten musikalischen Neufassung betroffen. Und das wird auch in dem eigens hergestellten deutschen Vorspann transparent gemacht. Der ist auf vorbildliche Weise gestaltet, das heißt, hier wird die Synchronbearbeitung einmal angezeigt. Es werden sowohl der Synchrondialogbuchautor, die Synchronregisseurin, wie auch das aufnehmende Atelier und die beauftragende Firma genannt. Leider verschweigt jedoch auch dieser deutsche Vorspann sämtliche Namen der eingesetzten Synchronschauspieler. Ich werde Ihnen wie immer zum Ende des Vortrags auch nochmal die Besetzung vorstellen. Die deutsche musikalische Neufassung von Peter Weiner, die behält das Titellied bei, arrangiert es aber neu. I Can't Give You Anything But Love aus dem Jahr 1928 von der Textdichterin Dorothy Fields und dem Komponisten Jemmy McHugh stammt ursprünglich aus der Broadway-Revue Blackbirds of 1928. Das äußerst populäre Lied erklingt sowohl als instrumentale Hintergrundmusik zur Untermalung als auch als diegetischer Gesang, interpretiert von Katharine Hepburn und Cary Grant im Film. Und auch das schauen wir uns jetzt einmal in einer Gesangsszene in der direkten Gegenüberstellung an. Zunächst aus der amerikanischen Originalfassung und dann in der deutschen Synchronbearbeitung. Generell fällt auf, dass beide Hauptrollen in der deutschen Fassung durch die Besetzung ähnlich klingen wie im Original. Gesanglich entsprechen sich die Schauspieler von der Stimmhöhe annähernd, wohingegen die deutschen Sprechstimmen tendenziell heller klingen als im Original. Sowohl Katharine Hepburn verfügt über ein dunkleres Timbre als Margot Leonard, wie auch Cary Grant über eine tiefere Stimmfärbung verfügt als Eric Schumann. Wir haben jetzt gerade diese Gegenüberstellung gesehen und da fällt auf, dass beispielsweise der regelmäßige Gesang in Terzen aus der Originalfassung hier in der deutschen Fassung vereinfacht wird, wobei Margot Leonard für Katharine Hepburn hier klarer und treffsicherer erscheint als Eric Schumann für Cary Grant, dessen gesangliches Potenzial nicht besonders zur Geltung kommt. Die Synchronschauspieler mussten jedoch nicht nur singen, sondern auch singend Dialoge spielen, also zwischen Gesang und Gespräch abwechseln, mitunter während ein und desselben Takes, und auch das wollen wir uns an einem Beispiel vergegenwärtigen. Zunächst nochmal in der englischen Fassung und dann in der Gegenüberstellung gleich die deutsche Synchronfassung hinterher. Jetzt warte ich noch kurz auf das Licht. Dankeschön. Die Screwball-Komödie lebt natürlich von den Wortbällen, die sich die Hauptfiguren gegenseitig zuspielen. Dabei liegt eine besondere Herausforderung auf der übersetzerischen Ebene des Sprachtransfers. Dietrich Leder bemerkt dazu in seinem Eintrag zum Film in Reclams Filmklassiker, herausgegeben von Thomas Köbner, ich zitiere aus der 5. Auflage aus dem Jahr 2006, Zitat: Großen Anteil an der komödiantischen Qualität des Films hat das Drehbuch, das einige der besten Dialoge enthält, die für eine Screwball-Comedy geschrieben wurden. Bereits die Szene auf dem Golfplatz, in der Susan David nicht die geringste Chance lässt, seinen Protest wegen des von ihr entwendeten Golfballs anzubringen, macht die Grundzüge dieser Sprachkomik deutlich. Es geht nicht um die Wahrheit des Gesagten, sondern um die Macht der Definition des Gemeinten. Susan versteht den höflichen David immer so, wie sie es gerade will. Zitat Ende. Die deutsche Bearbeitung hat dabei eben bereits den deutsch gesprochenen oder ausgesprochenen Gesang offenbart von I Can't Give You Anything But Love, Baby. In der folgenden Szene werden auch deutsch ausgesprochene Namen ganz im Duktus der Zeit, wie beispielsweise David, erkennbar. Und ich zeige Ihnen jetzt einen längeren Ausschnitt mit Margot Leonard für Katharine Hepburn, die ich Ihnen im Folgenden näher vorstellen möchte. Ja, zu der Szene werden wir nachher noch zurückkommen. Margot Leonard
Margot Leonard spielt die weibliche Hauptrolle in der deutschen Synchronfassung. Sie spielt Katharine Hepburns Wort Bälle kongenial nach. Ich möchte sie Ihnen daher näher vorstellen. Margot Leonard darf als eine der großen Damen der Filmsynchronisation gelten. Geboren 1927, hat sie über ein halbes Jahrhundert Filmsynchrongeschichte in Deutschland mitgeschrieben und so unterschiedlichen Schauspielerinnen wie Judy Garland, Marilyn Monroe oder eben auch Katharine Hepburn in den deutschen Synchronfassungen ihre Stimme gegeben. Ich habe hier einige Einsätze als Auswahl zusammengestellt. Ihre zweite Synchronrolle überhaupt war 1951 für Judy Garland, die Dorothy Gale in Das zauberhafte Land, also der deutschen Fassung von The Wizard of Oz. Sie hat auch für Jane Powell gesprochen in Stanley Donens Musical-Klassiker Eine Braut für sieben Brüder. Oder eben auch, und daher werden viele ihre Stimme sicherlich kennen, sie ist die deutsche Stammstimme von Marilyn Monroe, unter anderem auch in Billy Wilders Manche mögen's heiß. Und wurde als deutsche Stimme von Marilyn Monroe gecastet für Roy Ward Bakers Film Don't Bother to Knock. Der deutsche Titel ist Versuchung auf 809. Eine besondere Beziehung ist Margot Leonard auch eingegangen als deutsche Stimme für diverse Hitchcock-Frauen, also unter anderem für Janet Leigh in Psycho oder für Tippi Hedren in Marnie oder auch für Julie Andrews in Der zerrissene Vorhang. Durch diese vielfache, wiederholte Synchronbesetzung Margot Leonards ergeben sich für das deutschsprachige Zielpublikum mitunter ganz spezielle Assoziationen und interfilmische Referenzen, die so auf Grundlage der Originalfassungen der Filme nicht möglich wären. Margot Leonard ist aber auch selbst in Film- und Fernsehproduktionen als Schauspielerin aufgetreten. Unter anderem ist sie zu sehen in Der 20. Juli oder auch im Film Die letzten Ferien, wie auch in den Fernsehserien Magere Zeiten und Moselbrück. Und aus der letztgenannten Serie Moselbrück, einer ARD-Vorabendserie aus den ausgehenden 80er Jahren, von 1987 an wurde sie hergestellt, ist Margot Leonard eben in einer Rolle zu sehen und daraus sehen wir jetzt gleich auch einen Ausschnitt. Der Einstieg Margot Leonards als Elfriede Zerfers in die Serie Moselbrück ist bezeichnend. Eine Trauerfeier zwischen malerischen Weinbergen. Sie singt am Grab, beim anschließenden Leichenschmaus im Gasthaus fährt die Kamera hinter ihrem Rücken vorbei. Wir hören sie zunächst nur, erst dann sehen wir sie endlich, doch nur von hinten. Schwarzes Trauerkleid mit Schleife am Damenhut. Sie haben alle sehr ergriffen mit ihrem Gesang, das passte auch sehr gut, lobt sie ihr Sitznachbar. Sie haben eine geschulte Stimme, das hört man sofort. Erst jetzt schneidet das Bild auf ihr Gesicht. In der Auftaktfolge Schwieriges Erbe der ARD-Vorabendserie Moselbrück stellt sich Margot Leonard als neugierige Tante Elfriede Zerfers bezeichnenderweise zunächst mit ihrer Stimme vor, so wie die Theater-, Hörfunk-, Fernseh- und Filmschauspielerin den meisten deutschsprachigen Filmzuschauern seit Jahrzehnten vertraut ist. Und eben diese Szene schauen wir uns jetzt an. Ja, also soweit ein kurzer Ausschnitt aus der Serie Moselbrück mit dem Auftritt Margot Leonards als Elfriede Zerfers. Dass es hier zu dieser einmaligen Besetzung kam, hängt eben auch mit der späten Erstsynchronisation 1966 zusammen. Tatsächlich hat Margot Leonard nur ein einziges Mal für Katharine Hepburn gesprochen, in Leoparden küsst man nicht. Sie lebt sehr zurückgezogen in Italien am Lago Maggiore und ich hatte das Glück, dass ich sie 2012 einmal kurz vor ihrem 85. Geburtstag zu ihrem Synchronschaffen zumindest telefonisch interviewen durfte und habe Ihnen einen kurzen Mitschnitt mitgebracht, einen Ausschnitt aus diesem Telefoninterview, wo sie sich nochmal daran erinnert, wie war denn diese Zusammenarbeit, also diese einmalige Besetzung und auch das Spiel für Leoparden küsst man nicht. Ich sage gleich vorneweg, es ist natürlich eine Arbeit, die Jahrzehnte zurück lag, auch 2012 beim Interview und es ist ganz sympathisch, dass sich Margot Leonard auch nicht so genau daran erinnern kann, wer eigentlich damals die Stammstimme war für Katharine Hepburn und sie verwechselt das mit einer anderen Frau Hepburn, nämlich Audrey, indem sie kurz mal Marion Degler erwähnt. Marion Degler und Uta Halland waren die deutschen Stammstimmen für Audrey Hepburn und die Regisseurin, die deutsche Synchronregisseurin für Leoparden küsst man nicht, Ingeborg Grunewald, wie auch Tilly Launstein und Eva Feitel, die teilten sich sozusagen die Stimmeinsätze in Katharine Hepburns Filmen auf Deutsch. Da hören wir jetzt kurz rein.
Ja, ich weiß, aber zum Beispiel bei der Catherine Hepburn, das hat mir einen unheimlichen Spaß gemacht. Die Catherine Hepburn, ich weiß nicht, wer die war, das die Marion Degler, oder wer hat die immer synchronisiert? Die habe ich als Jung nie synchronisiert. Die habe ich nur in diesem Film. Und da hatte mich, das erinnere ich mich, das ist einer der späteren Dinge, die ich gemacht habe, hat da die, wer war denn da der Regisseur? Das war Ingeborg Grunewald, das war eine der besten Regisseurinnen, die wir gehabt haben, für Synchron. Die war sehr sensibel und sehr genau, die war selber eine sehr gute Schauspielerin, wurde mal gewesen, die spielte überhaupt nicht mehr, aber bei der habe ich gerne gearbeitet. Jedenfalls, ich habe sie sehr gemocht als Schauspielerin, aber ich habe sie nie synchronisiert, weil das war nicht meine. Und dann, als sie mir das angeboten hat, war ich letztlich reifer. Da werde ich vielleicht 50 gewesen sein oder 45 oder sowas. Nicht, denn ich meine, wenn ich jetzt 85 wäre, das ist eine ganz schöne Zahl. Ja, also soweit ein kurzer Ausschnitt aus den Erinnerungen Margot Leonards. Sie hat sich übrigens Anfang der 90er Jahre aus dem Synchron zurückgezogen, nachdem sie rund ein halbes Jahrhundert synchronisiert hat. Der Film spricht die Sprache seiner Entstehungszeit. Während das Original, also Dialoge aus dem Jahr 1938, enthält, klingt die deutsche Synchronfassung nach 1966, was zwangsläufig zu Ungleichzeitigkeiten und weitreichenden Interpretationsfragen bei der Übersetzung führt. Das Dialogbuch enthält beispielsweise stellenweise Varianten als Empfehlungen, die bei der Synchronisation durchprobiert worden sind. Also es gibt zum Beispiel den Take 420, da sagt der Slocum, ich bin Polizeichef Slocum, und da gibt es eine Variante, ich bin Constable Slocum. Und das ist zum Beispiel für uns heute retrospektiv interessant zu sehen, welche englischen Begriffe wurden stehen gelassen, wurden probiert und was wurde für das deutschsprachige Zielpublikum übersetzt. Die Zeitlichkeit betrifft insbesondere aber die Sphäre des Sexes. Dietrich Leder hat in seinem Eintrag zum Film in Recklams Filmklassiker herausgearbeitet, ich zitiere, 102 Minuten lang handelt der Film von nichts anderem als vom Sex, ohne allerdings von ihm zu sprechen, geschweige denn ihn zu zeigen. Der Brunftschrei des Leoparden, den der Großwildjäger so schräg und, wie die Zuschauer wissen, falsch imitiert, um der reichen Tante zu imponieren, ist schon das deutlichste aller Zeichen. Ansonsten bestimmen puritanische Verleugnung und Verkleidung die Szenerie, durch die allerdings der Sex wie durch einen zu dünnen Seidenstoff hindurch scheint. So ist das Wechselspiel zwischen dem wilden und dem zahmen Leoparden ein Spiegelbild dessen, was Susan mit David veranstaltet. Zitat Ende. Bereits die Titeländerung von Bringing Up Baby zu Leoparden küsst man nicht, lässt die Ausmaße des Eingriffs erahnen. Schwingt im Original die für Howard Hawks typische sexuell konnotiert lesbare Doppelbödigkeit mit, so ist im deutschen Verleihtitel das allzu anzügliche eines Bringing Up verschwunden oder zumindest auf den Akt des Küssens beschränkt worden, versehen mit einer klaren Handlungsanweisung. Das Dialogbuch enthält auch die berühmte, viel diskutierte Übersetzung für Gay, das ist in der Stelle 468, Take 468. Ich habe hier eine Fotokopie mitgebracht aus dem deutschen Dialogbuch. Because I just went gay all of a sudden. Cary Grant hat diese berühmte Zeile am Set improvisiert. Sie stand ursprünglich nicht im Skript. Und hier offenbart sich abermals die zeitliche Dimension der Bearbeitung, auch bereits an einem einzigen Wort. Anfangs bedeutete gay im Englischen ausgelassen, heiter, fröhlich oder vergnügt. Man denke an Filmtitel wie Richard Boleslawskis The Gay Diplomat aus dem Jahr 1931 mit Ivan Lebedev oder The Gay Divorcee aus dem Jahr 1934, deutscher Titel Scheidung auf Amerikanisch mit Fred Astaire und Ginger Rogers. Also das ist kein schwuler Diplomat oder keine schwule Scheidung, sondern eine fröhliche, eine vergnügte Angelegenheit. Im Oxford Advanced Learners Dictionary in der Ausgabe von 1935 wird dann erstmalig die Bedeutung schwul für homosexuell als eine indirekte Umschreibung von gay nachgewiesen. 1966 hingegen, also zum Zeitpunkt der Synchronbearbeitung, jedoch hatten sich die kulturgeschichtlich dominanten Bedeutungen verlagert. Die primär gebrauchte Bedeutung war in den Hintergrund getreten, die neu eingeführte Bedeutung hatte an Dominanz gewonnen.
Immer wieder ist daher darauf hingewiesen worden, dass die Lesart von Gay im vorliegenden Falle 1938 nicht klar gesichert ist. Besonders pikant wirkt die Interpretation durch die deutsche Synchronfassung 1966, insbesondere im Hinblick auf die bereits angeführte unterschwellige sexuelle Konnotation von Bringing Up Baby im Speziellen und die Bedeutung des Sexuellen im Gesamtwerk Howard Hawks im Allgemeinen. Außerdem im Hinblick auf die viel diskutierte eigene sexuelle Orientierung des Darstellers Cary Grant und sein Auftritt, quasi eine Klamotte, als Figur im Morgenrock, femininisierend hier in der entsprechenden Filmszene. Zugespitzt formuliert lautet die Übersetzungsfrage also: Darf man, soll man, muss man Gay 1966 in einem Film aus dem Jahr 1938 in diesem Kontext als schwul übersetzen? Und auch die entsprechende Referenzstelle schauen wir uns jetzt natürlich dazu an. Das deutsche Dialogbuch verzeichnet auch die Schnitte, die den Film ereilt haben. Also ich habe Ihnen hier nochmal zwei Kopien mitgebracht aus dem deutschen Dialogbuch und da sehen Sie zum Beispiel am unteren Seitenrand auf beiden Seiten, dass hier Takes 714 bis 717 als auch 907 bis 919 gestrichen wurden. Der Film wurde tatsächlich für den deutschen Kinostart von 102 auf 94 Minuten gekürzt und erst 1995, mithin also 57 Jahre nach der amerikanischen Uraufführung des Films, erstellte das ZDF dann eine rekonstruierte Fassung, bei der die fehlenden Bestandteile wieder eingesetzt und deutsch untertitelt wurden, wodurch sich eine Hybridform in einer Mischung aus Synchronisation und Untertitelung ergab. Auch dazu habe ich Ihnen eine zeitgenössische Pressestimme mitgebracht. Rosemaria Grob schrieb damals in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Ausgabe vom 25. Februar 1995 in ihrem Artikel Großwildjagd in Connecticut endlich vollständig, Leoparden küsst man nicht, ZDF, Zitat. Das ZDF hat nun die 8 Minuten ergänzt, die in der deutschen Version des Klassikers fehlten, seit er 1966 hierzulande ins Kino kam. Damit kommt zum ersten Mal die vollständige Fassung ins Fernsehen. 10 Szenen sind wieder eingefügt, im Originalton, nebenbei eine Hommage an Catherine Hepburns und Cary Grants Stimmen in den Hauptrollen. Deutsch sinngemäß untertitelt. Sie geben der ultimativ komischen Jagd von Susan nach David und beiden gemeinsam nach dem entlaufenen Baby samt dem von einem boshaften Terrier verschleppten Saurierknochen natürlich keine überraschend neue Wendung. Aber sie steigern das Vergnügen noch ein bisschen. Die rekonstruierte Fassung unterstreicht vor allem die unbeirrbare Werf, mit der Susan Überzeugungsarbeit an David leistet. Gemäß der Erkenntnis, die ihr der Psychiater Dr. Lehman gegeben hat, der erotische Impuls im Mann äußert sich häufig in Form von Konflikten. Zitat Ende. Wie immer möchte ich Ihnen gegen Ende der Präsentation zur Würdigung der Beteiligten noch die Besetzung vorstellen. Also die deutsche Fassung entstand ja 1966 und wurde auch im selben Jahr gleich mit einem Prädikat wertvoll ausgezeichnet durch die Filmbewertungsstelle. Das Synchronstudio Linnebach hat im Auftrag der CS-Film in München die deutsche Fassung erstellt, unter dem Dialogbuch von Hans-Bernd Ebinger und der Synchronregie von Ingeborg Grunewald. Und natürlich stehen im Zentrum die beiden Hauptdarsteller, einmal Margot Leonard für Catherine Hepburn in der weiblichen Hauptrolle und einmal Eric Schumann für Cary Grant in der männlichen Hauptrolle. Das sind beides einmalige Besetzungen, also nur einmal hat Margot Leonard für Catherine Hepburn gesprochen und nur einmal hat Eric Schumann für Cary Grant gesprochen. Und interessant ist beides auch im Hinblick auf die Nichtbesetzung der Stammsprecher. Also wir hören beispielsweise hier nicht Kurt Ackermann als eigentliche deutsche Stammstimme für Cary Grant, die vielen von Ihnen vertraut sein dürfte. Eric Schumann ist auch durch eine weitere Komödienrolle durch die Synchronisation einem breiteren Publikum sehr bekannt. Er spricht unter anderem Tony Curtis in Billy Wilders Manche mögen es heiß, wo er dann unter anderem auch Cary Grant parodiert. Eric Schumann spricht also für Cary Grant als David Huxley, Margot Leonard ist für Catherine Hepburn als Susan Vance zu hören. In weiteren Rollen hören wir Robert Klupp für George Irving als Alexander Peabody, Ingrid Capelle ist für Virginia Walker als Alice Swallow zu hören, Anton Reimer interpretiert Barry Fitzgerald als Aloysius Gogarty, Wolfgang Hess leiht Jack Carson seine Stimme als Circus Rustabout, Klaus W. Krause für Walter Catlett als Constable Slocum, Wolf Raten für Fritz Feld als Dr. Fritz Lehman, Norbert Gastel spielt den Elmer, im Original interpretiert durch John Kelly, Erik Jelde
spielt Billy Bevan als Joe, Paul Bürks, Paul Friedrichs, Michael Ande, Hans-Hermann Schaufuß und nicht zuletzt Erna Großmann für May Robson als Tante Elizabeth sind in weiteren Nebenrollen zu hören. Abschließend möchte ich mich nochmal bei Ihnen allen, da wir heute die letzte Veranstaltung in der Reihe Synchron Specials haben, für den Besuch der Reihe bedanken. Also ich bin in den letzten 6 Monaten sehr gerne hier immer am zweiten Samstag eines Monats zu Ihnen gekommen und habe ja mit großer Freude aus dem mannigfaltigen Feld der Synchronisation berichtet. Ich hoffe natürlich, dass Sie ein bisschen was mitnehmen konnten aus diesem kursorischen Streifzug durch die Filmsynchrongeschichte. Und wenn Sie sich Citizen Kane, Willkommen bei den Sties, Der Mann ohne Gesicht, Stirb langsam, Shining oder Leoparden küsst man nicht demnächst nochmal ansehen, das vielleicht mit anderen Augen sehen oder auch mit anderen Ohren hören werden. Meinen Studierenden möchte ich noch danken für unsere intensiven Blog-Seminarsitzungen, für die anregenden und lebhaften Beiträge und Diskussionen im Seminar an der Goethe-Universität. Und danke möchte ich auch sagen für die technische Unterstützung der gesamten Reihe an Christian Appelt, der diese Vorführungen hier immer im Vorfeld mit vorbereitet hat und die Videos bearbeitet hat zur Dokumentation. Sie werden auch diese Einführung heute dann demnächst auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Filmmuseums wiederfinden. Die Projektion des heutigen Abends übernimmt die Chefführerin des Kinos des Deutschen Filmmuseums, Pramila Cenchana. Wir machen jetzt noch mal eine kurze Umbaupause. Ich bitte Sie alle noch mal kurz den Saal zu verlassen und dann machen wir gleich einen neuen Einlass. Wie immer wünsche ich Ihnen an dieser Stelle einen anregenden Kinoabend. Wenn es noch Fragen, Diskussionsbedarf gibt, sprechen Sie mich gerne einfach im Foyer an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus